Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen bei Seven vs. Wild. Der Fernspäher-Boni sitzt, das heißt, es wird ernst. Sicherheit spielt bei so einem Projekt natürlich auch eine große Rolle, denn ich persönlich will nicht, dass jemand mit den Füßen zuerst wieder rauskommt. Deswegen gibt es ein Erste-Hilfe-Set hier an der Seite. Ja, das trägt der Kandidat immer bei sich, ist aber verblombt. Das heißt, man sieht, ob das Ganze benutzt worden ist oder nicht. Und das führt auch zu Punktabzug. Im Worst Case greift man einfach hier ran, reißt da ein bisschen rum und dann bricht das automatisch. Und da es im kalten Erzgebirgswald stattfindet, bekommt jeder Teilnehmer noch eine Bettpfanne, damit er nicht verfriert. Diese ist aber nur ausschließlich zum Wärmen zu verwenden. Man darf sie nicht aufschneiden und sich da den Eisenbergen drauf machen. Hi, ich gehöre zum Backup-Team. Ich bin der Sunny. So, hier haben wir die Grundausrüstung, ein Stiffneck, ein Emergency Bandage, das ist quasi ein Druckverband, ein Tourniquet für schwerst blutende Verletzungen an den Extremitäten, ja, normales Verbandszeug und das Wichtigste. Ansonsten noch Blutdruckmessgerät, so, was alles so dazu gehört. Mit mir schleppen. Oh. Hi Leute, ich bin ein Teilnehmer des Vorbereitungscamps von Seven vs. Wild, die zweite Staffel. Und ja, da die anderen sechs leider nicht teilnehmen können, weil sie A arbeiten müssen oder B keine YouTuber sind, werde ich ganz allein an diesem Vorbereitungscamp teilnehmen müssen. Und da habe ich mir gedacht, um das etwas spannender zu gestalten, werde ich nur einen Gegenstand mitnehmen. Nun, dieser Gegenstand ist etwas multifunktional, quasi wie so ein Multitool. Und man könnte auch sagen, ja, er ist vielleicht so 2, 3, 4 oder doch 5, 6, 7 Gegenstände in einem. Am besten, ich spanne euch nicht länger auf die Folter und zeige euch einfach meinen Gegenstand. Und da ist er auch schon. Standheizung hat er, aber da gibt es einen Punktabzug, wenn man die benutzt. Ja, oben haben wir Licht, eine Menge für gute Videoaufnahmen natürlich. Und in der Box haben wir Tisch, Tarp, Stuhl und ja, ich denke mal, damit komme ich ganz gut über. Also dann würde ich mal sagen, ab in die Wildnis des Erzgebirges. Hört sich so an, als wäre hier irgendwo ein Bach. Mal sehen. Irgendwo Wasser kriegen. Ah. So, dann werden wir hier mal die Kochstelle ausrichten. Ersten Stein liegen schon. Okay. Ich denke, die Stelle passt.
So, die Feuerstätte ist erstmal nicht so weit fertig. Jetzt werde ich erstmal trockenes Holz suchen gehen. Und dann melde ich mich, wenn es dann ums Koch geht. So, mal die Gegend erkunden. Klar mit Bären sammeln. Tja, wird schwierig werden. Irgendwas Essbares zu finden. Tja, vielleicht finde ich ja etwas Zivilisationsmüll, das ich irgendwie benutzen kann. Ach guck, eine Dose. Tja, die nehmen wir doch mal mit. So, da wollen wir mal Feuer machen. Mein Mora-Messer mit Feuerstahl. Das habe ich euch ja in einem Video schon mal vorgestellt. Und könnt ihr euch daran erinnern, wie Thomas Gast mal in einem Video in 40 Sekunden Feuer machen wollte? Schauen wir mal, ob wir das heute unterbieten können. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir schneller wie Thomas Gast Feuer machen können. Also, Zeit läuft. Und geschafft. Unter 10 Sekunden, wenn das nichts ist. So, mein Chili con Carne ist fertig. Dann werden wir mal was essen. Wunderbar. Und wie auch in der reellen Welt da draußen gilt, Safety first. Und jetzt zeige ich euch das Batonen. So, und hier habe ich schon mal was vorbereitet. Das wollen wir jetzt batonen. Ne? Und geht eigentlich ganz einfach. Ah, seht ihr das? Absolut kein Ding. Ne? Also ich denke mal, die Disziplin habe ich schon mal bestanden. So denn, eine gute Nacht. So, es ist etwa Mitternacht und wir haben minus 2 Grad im Auto. Mittlerweile ist es 3:15 und ich friere. Naja. Aber es ist nicht so sehr schlimm. Nur ein bisschen kalt halt. So, guten Morgen. Die Zahnpasta ist ganz schön steif gefroren. Aber ansonsten, es war kalt, aber ich habe die Standheizung nicht gebraucht. Hatte mehrere Lagen angezogen. Naja, dann beginnen wir mal den Tag. So, mal schauen, was in der Kühlbox zu finden. Würstchen, was ist denn los? Bockwürstchen, was ist denn los? Bockwürstchen, was ist denn los? Oh, wie schön, eine Birke. Kann man gebrauchen, ne? Also, wir sind ja hier im Wald. Dann schauen wir mal, was der Wald so kulinarisches zu bieten hat. Vielleicht gehe ich auf Pilzsuche. Ach, guck mal da. Das ist ein Pilz. Ah, ist auch kein richtiger, oder? Nee. Oh, hier noch ein kleiner. Aber den können wir mitnehmen. Ah, das hat man da entdeckt. Ah, das ist ein schöner brauner Stiel. Das ist bestimmt genießbar. Oh, das hab ich da entdeckt. Ich fass es nicht.
Heidelbeeren. Heidelbeeren, wie man sie aus dem Supermarkt kennt. Wow. Krass. Oh. Himbeeren. Oh, Himbeeren. Oh, Himbeeren. Definitiv und frische und Himbeeren am besten. Leute, Himbeeren. Da können wir uns noch einen Smoothie machen. Freunde, ich sag's ja immer wieder. Leben in der Lage. Schönen Himbeersmoothie. Einfach herrlich. So, die erste Tageschallenge. Fackel nicht lange, bau eine Fackel. Nun, fangen wir mal an. So, das ist mein Fackelstab. Oben schön aufgespalten für brennbares Material. Und schauen wir mal, ob ich die Challenge auch schaffe. Tada! Und wieder eine Challenge geschafft. Natürlich, wenn man auf der Flucht ist vor Sheriff-Tiefe, dann kann man natürlich auch um ein Rambo-Messer einen Stofflappen wickeln und hat dann eine Fackel. Aber die Fackel fackelt ja immer noch. Das ist ja unglaublich. Die nächste Challenge ist Feuerbohren. Da habe ich mir hier mal so ein Brett gemacht. Hier will ich dann bohren. Hier habe ich mir eine Kerbe gemacht, dass das Sauerstoff ran kann. Quasi ein Holz zum Bohren. Und ja, mit dem Ding will ich mal sehen, ob ich den schnell genug gedreht bekomme. Ja. Um hier halt Feuer zu bohren. Tja, kein Feuer. Tja, diese Challenge habe ich nicht geschafft. Schade. Männer, was soll ich zu diesem Video sagen? Holler die Gams, was kostet die Welt? Aber das ist Luxuscamping. Survival plant man nicht, Survival macht man. Also, Männers, no coffee, no worki. Das war's von mir dazu.